1962 nehme ich meine Aufgabe an, denn ich habe die Nabelschnur um den Hals während meiner Geburt. Sie haben ein Sorgenkind geboren. Was haben Sie sich doch geirrt? Greater, it's in you. Träume werden wahr. Die Grenze deiner Träume sind doch die Grenzen deiner Welt. Was du dir nicht erträumen kannst, nicht vorstellen kannst, das wirst du auch niemals erleben. Die Gedanken in deinem Kopf und die Gedanken im ganzen Universum sind doch dasselbe. Und so beginnt es bei mir. 1962 nehme ich meine Aufgabe an, denn ich habe die Nabelschnur um den Hals während meiner Geburt. 15 Minuten Sauerstoffmangel, lassen die Ärzte sagen, Sie haben ein Sorgenkind geboren. Was haben Sie sich doch geirrt? Gut. Gut. Gut anderthalb Jahre später wurde das ganze Ausmaß bekannt, denn ich konnte weder laufen noch sitzen, nicht stehen. Meine Hände waren völlig unbenutzbar, meine Sprache war lallend und stockend. Von da an jagte ein Klinikaufenthalt den nächsten, bis man herausfand, ich habe eine spastische Tetraparese in Vollausprägung mit Gesichtslähmung. Meine Jugend tröpfelte so dahin, bis ich 1978 von der Gesellschaft und meinen Eltern in ein Behindertenheim gesteckt wurde. Dort angekommen, bricht für mich eine Welt zusammen. Was habe ich denn getan? Nicht einmal die Fenster gingen zu öffnen. Und alles schrie in mir: Oliver, raus hier, das hier ist nicht der Ort für dich. Meine Haut juckte, ich wollte meinen Körper verlassen. Aber wie? Und dann lernte ich, die richtigen Fragen zu stellen, die immer beantwortet werden. Ich fragte, wie kann ich dieses Haus wieder verlassen? Eines Tages, der Heimleiter eröffnete eine Begrüßungsrede mit den Worten: Herzlich willkommen, Sie bleiben hier bis ans Ende Ihrer Tage, es sei denn, Sie leisten sich dreimal eine Abmahnung. Dann haben sie das Haus zu verlassen. Und ich dachte mir, ja, das ist meine Chance, das ist mein Weg.
und wieder. Aber wie? Wie kann ich dieses Haus verlassen? Und so lag ich eines Abends auf meinem Bett und ich glaube, der Radiosprecher hat das nur zu mir gesagt. If you can dream it, you can do it. Ich springe aus meinem Bett und träume. Ich träume mich im Wohlstand, um die Welt reisen, schicke Autos fahren und mit ganz liebevollen Menschen umgeben. Dann habe ich 3-mal Stress organisiert. Und wer wissen will, was das war, der kann nachher an meinem Stand gerne nachfragen. 1984 verließ ich das Anna-Stift Hannover. Noch beim Rausgehen rief man mir hinterher, du wirst mal in der Gosse landen. Und ich lachte und sagte, sicher, aber dann wird mir diese Gosse auch gehören. Manchmal muss man durch Türen gehen, von denen man nicht weiß, was danach geschieht. Und manchmal muss man auch Regeln brechen, um auszubrechen. Ich nenne das Risiko. Aber was dann? Wie ging es weiter? Nun, ich dachte, am besten ich baue mal meine Bildung aus und habe den Realschulabschluss nachgemacht, dann das Wirtschaftsabitur bestanden und bin nach Lüneburg zum Studieren gegangen. Dort angekommen, dachte ich mir, ein bisschen mehr Geld würde mir auch ganz gut tun und bewarb mich an der Volkshochschule Lüneburg als IT-Trainer. Schon beim ersten Gespräch ging es sofort los, no way, mit dieser Behinderung, die können wir nicht auf unsere Teilnehmer loslassen. Ich bekam eine Absage. Aber ich bin der festen Überzeugung, das Glück folgt dem Mutigen. Und so brauchte es ein paar Wochen. Freitagnachmittag, das Telefon klingelt. Die Volkshochschule, Herr Brunner, wir haben einen Trainerausfall, könnten Sie einspringen? Und ich sagte, na klar kann ich. Und von da an ging meine Trainerkarriere steil nach oben. Heute, 35 Jahre bin ich inzwischen international agierender SAP und IT-Trainer und ich werde von meinen Kunden um die Welt geschickt. Nebenbei habe ich noch eine wunderschöne Familie gegründet mit 6 gesunden Kindern. Inzwischen
sind die alle erwachsen. Ein paar laufen hier heute auch rum. Eines Abends, ich sitze so beim Feierabendbier in Ingolstadt, da sehe ich doch, wie ein Trainerkollege alkoholfreies Weizen trinkt, was in Bayern ja sicherlich schon mal als Straftat gilt. Ich spreche ihn an und er sagt, ja, er trainiere für den nächsten Halbmarathon im April nächsten Jahres. Ich frage nach, finde das spannend. Und da sagt er doch zu mir, lauf doch mit. Ich gucke an meine Beine, die früher noch so waren, und sage, mit diesen Beinen? Ja, sagt er, probier es doch. Wir treffen uns jeden Mittwoch zum Lauftreff. Komm einfach vorbei. Ich nehme das Angebot an. Wir laufen zusammen und ich laufe sehr langsam, weil mit jedem Schritt noch die Knie aneinander schlagen. Und ich denke mir, das wird nichts mit dem Halbmarathon. Doch, ich finde es spannend zu laufen und ich freue mich an der Bewegung. Und wieder stelle ich die richtige Frage. Wie kann ich es trotzdem schaffen? Und so kam ich auf die Idee, mich in einem Sportstudio anzumelden und aufs Laufband zu gehen. Schon bei 4 km/h wurde es allerdings sehr gefährlich, denn ich stürzte. Da dachte ich mir, oh oh, das wird nichts mit dem Halbmarathon. Doch ich finde eine Lösung. Und so kam ich auf die Idee, mir Laufstudien von Geoffrey Mutai anzuschauen. Ich lernte sie auswendig, so dass ich sie in den freien Raum projizieren konnte. Und dann bin ich ins Sportstudio, aufs Laufband bei 4 km/h, sah ihn laufen und tauschte mich in den Film. Ich sah mich laufen, dann Geoffrey, dann mich, dann Geoffrey, immer schneller, bis nur noch ich in dem Film lief. Und dann geschah es. Die Beine waren gerade und frei. Dafür habe ich 6 Monate tägliches Training gebraucht. Ich steigerte. Meine Geschwindigkeit auf 6, auf 8, auf 10, auf 12 km/h. Am 28. April 2012 habe ich den Halbmarathon gefinisht und ich war nicht der Letzte. If you can dream it, you can do it. Auf dem Weg dahin kann man sich denken, habe ich eine Menge Blockaden und Minderwertigkeitskomplexe aus dem Weg räumen müssen. Und dafür habe ich ein paar Techniken entwickelt, von der ich eine heute mit euch teilen möchte. Kennt ihr das? Das geht nicht. Das steht dir nicht zu. Hast du das überhaupt verdient? Dann frag dich doch mal, wer spricht hier in deinem Kopf? Und dann wird nach ein paar Augenblicken ein Gesicht in deinem Geiste erscheinen
Ich nenne sie als Beispiel Tante Olga. Und dann nimmst du diese Tante Olga aus deinem Kopf heraus und stellst sie in den freien Raum und sagst zu Tante Olga: Liebe Tante Olga, ich danke dir für dein Leben, denn du hast meines sehr geprägt. Doch einiges davon gehört nicht zu mir, es gehört zu dir. Und deshalb gebe ich es dir hiermit jetzt und für immer zurück. Und jetzt bin ich frei. Diese Technik kannst du für dich, für jeden limitierenden Glaubenssatz zu Hause selber anwenden. Ich nenne es das Anti-Blockiersystem to go. Manchmal werde ich gefragt, wie kann es denn sein, dass man trotz einer solchen Behinderung diesen Erfolg hat? Und dann sage ich: Diene deinen Mitmenschen, gebe dich voll hin. Mehr erwarten und geben, als die Kunden von dir überhaupt denken können. Sei den Menschen ein Mehrwert, sei ihnen ein großer Nutzen und sie werden dich buchen, ganz egal, welche körperliche Disposition du mitbringst. Seit einiger Zeit werde ich gefragt: Warum bringst du das nicht an die Öffentlichkeit? Du könntest so vielen Menschen eine Motivation, eine Idee geben. Und so habe ich mir gedacht, wie wäre es mit: Ich träume mich auf den großen Bühnen im hellen Licht, damit ich den Menschen sagen kann, was möglich ist, wenn du es willst. Und hier bin ich. Auch ich. Wow. Auch ich habe noch eine Challenge. Ich bin gerade dabei, meine Hände zu trainieren. Und ich sage euch, wenn ich das nächste Mal auf dieser Bühne hier stehe, dann steht da ein Piano und ich spiele für euch. If you can dream it, you can do it. Und wenn alle sagen, das geht nicht, oder schlimmer noch, dies oder jenes sei unheilbar, dann ist es doch nur eine Meinung. Und wenn du dich dieser Meinung anschließt, dann hast du natürlich verloren. Aber wenn du dein Zepter für dein Leben in die Hand nimmst und dein Leben ist doch dein Leben, das du zu gestalten hast und nicht, dass du das Leben und die Meinung anderer Leute lebst.
Du bist doch ein Licht. Du bist doch ein Licht. Ein Licht heller als die Sonne. Drum stell es nicht unter den Scheffel, sondern lass es für uns alle leuchten. If you can dream it, you can do it. Und jetzt alle zusammen. If you can dream it, you can do it. Okay, okay. Eine Zugabe. Okay, okay, okay. Da ihr ja eh schon gerade alles steht, vielen Dank. Schaut doch bitte mal euren Nachbarn an. Einen. Und dann sagt ihm doch bitte, ach so. Das bin ich also auch. Ich glaube, das ist der kürzeste Weg zum Weltfrieden. Vielen Dank. Danke schön. Oliver Brünner! Hey, hast auch du Lust, mal einen Vortrag zu halten? Möchtest auch du Speaker, Speakerin werden? Vielleicht mal auf einer unserer Bühnen stehen oder hier im Studio? Dann guck dir jetzt dieses kostenfreie Online-Seminar an. So wirst du Speaker. Also du. Hier.